Oh ja, Freunde, wir sind zurück bei Splatoon 3. Anarchiekampf offen, ein extremer Kampf steht uns bevor. Mit Operation Goldfisch. Und ihr seht auch schon beim Rang, ich habe ein bisschen offscreen was getan. Und so habe ich mal Anarchiekampf in Serie getestet, sogar gewonnen. Und ja, bin meiner aufgestiegen. Anarchiekampf Serie zeige ich ein anderes Mal, weil es halt doch und dann ein bisschen länger dauern kann. Ich will erstmal alle vier Arten noch zeigen. Der Anarchiekampfarten. Deswegen, ja, schauen wir mal jetzt heute mit Operation Goldfisch. Letztes Mal hatten wir Turmkommando. Waffe, aber ein Roller. Ja, der passt. Der passt aus dem Grund, weil, wenn ich als Supporter arbeite für den Goldfisch, übrigens auch noch ein bisschen jetzt im Kontroll mir angepasst und so mit der Neigungsempfindlichkeit. Ich glaube, es ist ziemlich so, wie ich es auf dem Handheld habe. Handheld-Modus halt. Genau, Operation Goldfisch, Support, finde ich halt sowas, damit der andere mit dem Goldfisch einfach halt durchrushen kann. Sehr praktisch. Hui, hui, die Sprünge. Weil ich ein bisschen, die Wandsprünge finde ich irgendwie so irgendwie semi-interessant, weil das Problem mit den schnelleren Wandsprüngen ist, ich muss ja trotzdem erstmal B gedrückt halten, bis ich erstmal dran bin. Ich meine, klar, ich kann hier jetzt eigentlich schon B gedrückt halten. Hier kann man gar nichts machen. Kurz an die Wand. Aufladen und dann hoch. Aber, ja. Denkt man daran? Fehlerübertragen, du mich auch, ey. Irgendwie ist Splatoon 3, ja, sowohl was Anarchiekämpfe als auch Standardkämpfe betrifft, in letzter Zeit ein bisschen anfällig. Also, ich meine, es ist ja so. Wenn zu Beginn eines Kampfes irgendwie ein Spieler ausfällt, ist das ganze Match vorbei. Da haben die jetzt irgendwie so eingestellt, im Gegensatz zu früher. Bei Splatoon 2 lief das Match trotzdem noch durch, bis es halt vorbei war. Das finde ich so gesehen in Ordnung, aber dass man irgendwie so viele Connection-Probleme hat, liegt es wirklich irgendwie an den Servern von Nintendo? Liegt es an Splatoon? Weil gerade irgendwie so ein Ansturm ist, woran liegt es? Server Splatoon 3 selber irgendwie buggy sind, kann man kaum vorstellen. Die haben so viel Erfahrung mittlerweile mit Splatoon 1 und Splatoon 2. Aber gut. Was weiß ich schon, wa? Okay. Mal gucken, wie Operation Goldfisch hier aus. Auch der Portage ist anders. Das war früher ein bisschen höher. Ah, hier ist er. Hä? Ist aber zwei. Oh! Jetzt sehe ich's. Auf der Map. Hä? Muss ich jetzt zwei machen? Huch. Haben wir gerade hin. Hä? Ah, ein Sniper. Hab gar nicht gesehen, die Sau. So, jetzt kann ich mich erstmal ein bisschen umgucken, weil ich bin ja im Schutz drin. Ja, würde ich gerne versuchen. Wo ist denn ein anderes Ding? Aber muss ich da hoch bei denen? Jetzt sagen wir nicht, dass es irgendwie verschiedene Dinger gibt hier. Okay, das ist neu. Das gab es in der Splatoon 2 nicht so. Okay, und jetzt? Mit einem Checkpoint und dann ins Ziel. Hm. Ein Zwischencheckpoint gab es in. Ah, man muss aber nur einen erwischen. Okay, ich dachte gerade, es gibt Rang 2 da. Du musst zum Checkpoint. Direkt ins Ziel geht nicht. Oder? Okay, das war eine krasse Runde, hat alles funktioniert. Hat er auch ein super Team. Und hab's hoffentlich immer noch. Aber schräg war es trotzdem. Mit Zwischenstation, okay. So, und jetzt bin ich Rang B. Oh yeah. Erstes Tages, yeah. Ja. So. Gut gemacht, Jungs, gut gemacht. Das ist ja auch neu, hä? In Splatoon 2 war es so, dass es ja für jede ich sage jetzt mal Anarchie-Kampfart, also Herrschaft, Turmkommando, Goldfisch, Muschelchaos, gab es ja für jede einen eigenen Rang.
Und hier gibt es offenbar einfach nur noch einen Rang insgesamt. Völlig egal, ob du den jetzt nur mit Herrschaft machst oder nur mit Operation Goldfisch, ob du es mischst mit allen möglichen. Scheißegal, geht halt nur für alle. Gibt es einen einzigen Rang. Dafür ist er halt schwieriger zu erklimmen. Außer wenn du die Serie machst. Und wenn du dort die Serie machst, Alter, geht das schnell. Bezahlst du irgendwie 50 Punkte, um teilzunehmen. Also du musst wirklich von deinen gesammelten Punkten schon mal 50 zahlen. Kriegst aber, wenn du, glaub, wie viel hat er gemacht? Irgendwie 5 gewonnen, 1 verloren, aber irgendwie 80 Punkte bekommen. Ne, noch mehr. Komm mal, ich glaube über 100. Also kriegst verdammt viel Punkte, ey. Aber du musst halt auch 5-mal gewinnen. Wenn du halt 3-mal verlierst, ist vorbei. Aber schauen wir uns ein anderes Mal genauer an. Das Team hier, was gerade haben, hat offenbar ein bisschen Power. Können wir natürlich auch behalten. Deswegen leuchten die einen und die anderen leuchten nicht. Ach so, okay. Ich dachte schon, wie wird das jetzt geregelt? Muss ich jetzt dahin, wo es einfach leuchtet, oder spielt das keine Rolle? Ja, das war doof. Da leuchten beide einfach, weil sie Zwischenstationen sind. Ja, nix da, Freundchen. Sag mal! Ja, hättest du gerne, wa? It's Roller Power, Freunde. So, sind zwei down, ihr könnt was machen. Ist gerade der Sniper da hinten? Es wird nichts. Boah, aber da groß was machen soll, alter Schwede. Ich bin mal ein Base, Junge. Wow. Also eigentlich hatte ich ihn. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Die Zwischenstation haben wir aber glaube ich noch nicht. Weiß ich nicht, nach Haus. Kurz vor krepiert, der kann passieren. Wow. Nein! Der ist echt hinter mir, hab's genau gesehen. Durchbruch geschafft. Okay. Yeah, Mann. Der kommt. Sind alle down. Also, jetzt ist wohl. Mist. Beinahe mal mit der anderen geholt. Von der alle vier waren down. Wie konnte das sein, dass sie das noch geschafft haben? Das ist gar ein schlechtes Teamwork in dem Moment. Was mache ich jetzt hier oben? Nee, 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 ich gehe wieder. Hält das Schild noch? Nur noch lange genug, Gott sei Dank. Oh. Ja, schwierig. Okay, frei tot von mir aus. Let's a carry!
Oh, ich wollte gerade den anderen abschießen. Der hat so ein gutes. Auf der Map. Mit der Fähigkeit. Ich weiß nicht, hey. Ein bisschen unpraktisch, glaube ich. Mist! Da hat er können tricksen. Austricksen natürlich. Wow, 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 ich komme hier weg! Hä? Der ist da hinten. Okay. War schon leicht verwundert. Okay. Eine neue Art von Operation Goldfisch. Warum nicht? Kann man durchaus so machen. Du, erster Platz der Abschussassistenz. Wieder, sagen wir jetzt mal, nur 8 Punkte ist natürlich relativ wenig. Beenden. Ich würde gerne weiter mit diesem Team, aber ich würde gerne mal die Waffe wechseln. Wie geht denn das? Menü aufrufen geht hier nicht. Mit L kann ich nicht das machen, was ich gerne hätte. Ja, Kampfmenü bringt mir, wie gesagt, nicht viel. Sollte man überall nachgucken, kann verstehe ich auch nicht. Ja, aber es ging doch mal. Also, zumindest im Splatfest kann man sicher daran erinnern, dass du irgendwie während des Wartens auf andere konntest du die Waffen austauschen. Da war ich jetzt zu früh dran quasi. Also hätte ich jetzt eigentlich, als die Auswahl kam, weitermachen oder beenden, hätte ich dort ins Kampfmenü gemusst und mich rumziehen quasi. Weil ich kann ja nichts machen. Hier die Karte, versteht ihr nicht warum. Da sind ein paar weg, super. Und der Kampf beginnt trotzdem. Bring die Kanone ans Ziel. Jo, wer ist der Kanonenman, Mann? Ja, super. Da kommt schon der eine mit seinem Special-Angriff. Alter, bereits 2 von uns sind down. WTF. Und jetzt der steht. The Last Man Inkling. Was? The Last Inkling... Last Inkling Stand. Klingt irgendwie doof. Last Ink Standing. Nee. Was? Last Ink Standing. Wie gesagt, klingt irgendwie ein bisschen doof. Ich wollte gerade. Ich hab doch R gedrückt! Ich wollte gerade ein Kugelschild aufschieben, weil man dachte, hey, das nützt sicher! Ja, so ein Scheiß. Stand vor mir, haben voll erwischt, trotzdem ging er nicht K.O. Also manchmal, ey. Typisch Platoon halt.
Ich war daneben, nicht. Manchmal der Radius in so eine Bombe hat. Echt nicht normal. Was sind eigentlich die anderen schon wieder? Hä? Wie können die alle down sein? Zur gleichen Zeit vor allem. Michael ist nicht zufrieden. Ah, oh, minus 2 tut das weh. So, kann ich jetzt irgendwie... Nee. Geht eben noch nicht. Okay. Liebe Entwickler, müsst ihr irgendwie bitte noch reinpatchen wieder, dass man, wenn man mit anderen auf irgendwie wartet, dass man seine Waffe wechseln kann. Also zumindest im selben Team bleibe, aber einfach sagen kann, hey, ich möchte gerne die Waffe wechseln, weil sonst ist er doch bescheuert. So. Anpassen. Was fehlt hier noch alles? Schuhe, wenn wir einen neuen Wert haben. Ja, hier noch ein bisschen am Sammeln unter anderem. Darum auch nicht. Auch hier die Brille hier mit... Dreimal Sekundärsteiger plus, das war purer Zufall. Genauso wie hier mit den Schuhen, dass ich hier schon mal zweimal Spezialladezeit habe. Und dann genauso. Spezialabzug minus, klar, es gibt bessere Fähigkeiten, aber trotzdem schon mal dreimal drauf zu haben, ist cool. Aber dass es trotzdem so funktioniert hat, krass. Goldfisch, Goldfisch. Der Goldfisch. Was machen wir mit dem Goldfisch? Schwapper wäre ein kreiertes für Herrschaft. Komm. Also der Wandenschwapper natürlich. Nimm drei Herrschwapper. Die nächstes Ziel 600, gar nicht mehr so viel. Eine Kampfserie, aber muss ein paar Punkte bezahlen, war dafür. Den damit so 70 Punkte ausgeben. Kann ich eigentlich wieder absteigen? Da wäre noch mal eine interessante Frage, wa? Naja. Die Reichweite ein bisschen abchecken. Hm, Mist. Jojo! Ja, schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ah, der D-Map. Sehr gut. Und mit zwei Japanern. Und Wikipedia. Was? Jetzt gibt es von mir selber schon Wikipedia? Bei MediaWiki oder wie auch immer? Ich weiß nicht, worauf die Technologie bei ihm basiert. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn nicht mehr. Schnellpistole. Ich hab ihn beim Gegner, warum denn? Das ist doch einfach. Ja, ich verstehe es natürlich. Wären nur zu dritt und so, wäre es für uns einfacher. Ich verstehe es ja schon, Nintendo. Also ich sag's so, ich würde es verstehen, wenn es nur bei Anarchiekämpfen wären. Weil hier geht es um etwas, es geht um den Rang, es geht um Punkte. Beim ganz normalen Modus ist doch scheißegal. Eigentlich. Und dieser Gegner nur noch zu dritt. Ah, er versucht es mit gegen den da. Gegen einen Bot, der sich nicht bewegen kann, nur gerade ausschießt.
Sag mal. Hä? Irgendwie so zieht man mal die Kamera ein bisschen mit der Waffe. Jetzt hat er Y-Achse. Meine Güte, dauert das. Ja, komm. Direkt vorne treffen zumindest mal. Alter. Wobei, was man gucken könnte, die Reichweite per se. Geht schneller so. Dein japanischer Kumpel ist noch mit dabei. Ist es auch ein chinesischer Kumpel oder ist, keine Ahnung, Koreaner oder sonst irgendwas? Ist mir scheißegal, in dieser Welt sind alle Inklinge oder Squidlinge oder es sind einfach alles Leute, die Spaß haben. Darum geht's doch, Freunde. Juhu! So. Dann versuch es mal. Gib Rückendeckung! Ja, gut, Rückendeckung, ja. Eine Variation Rückendeckung. Einmal kurz hier oben. Hat er jetzt ein bisschen wenig Tinte im Gepäck? Zum Glück hat es noch gereicht. Was zum? Der stand vor mir und die haben nicht getroffen. Scheiß Hydranten da noch. Nachher das nicht zu weit zurückziehen, wer kennt's nicht? Aua? Wow. Ja, ist ja klar. Natürlich. So eine Lieblingsbeschäftigung einfach. Ganz harmlose Flieger, die ein bisschen Tinte verspritzen, zu noch abzuknallen. Ne? Ist schon klar. Ups. Oh. Scheiße. Hat er gesehen, dass er schon drin war? Oh, nee. Also innerhalb dieses, ja. Goldfisch halt.
Hey, wo waren die platziert? Du hast mal sowas von gar nicht gesehen. Ja. Die Wanne, die olle Wanne. Oder Schwapper, besser gesagt. Was wären die noch besser geeignet? Wenn man einen Kampfstil, kann ich nicht mal einen Roller nehmen. Wobei, doch, kein Toller schon. Mal einen Dünerroller. Nein, ich muss ein Ding ein bisschen spritzig unterwegs sein. Mit dem Carbonroller. Waschmaschinen lieben ihn, aber ich selber, naja. Klecksroller, Stempelsplatane. Ja, doch, der könnte noch funktionieren. So. Wir haben eh nicht mehr viel Zeit, Leute. Ich glaube, für ein, zwei Runden müssen reichen. Gut aufpassen, welcher Höhe man halt die Bombe wirft. Weil natürlich mit der Bombe wäre natürlich jetzt ein Ausrüstungsteil mit Sekundärstärke plus ein bisschen besser. Also normalerweise reichen drei Dinger damit. Und einmal die Bombe plus uns Platana ist natürlich auch nichts von schlechten Eltern. Wir gucken mal. Ich finde Splatana selber eigentlich schon cool, aber ich habe noch so meine Probleme damit. Und andererseits will ich es benutzen wie ein Roller, andererseits, es ist halt kein Roller. So Wärme ist eigentlich auch ganz cool. Na geht doch. Oh, fuck. Wir können abhauen. Mann! Das gibt's doch nicht, ey. Schon wieder, ich habe ihn sogar mit ausgefahrenem Katana voll erwischt. Ja, manchmal, das ist wieder das Problem, was ich zum Teil ja auch mit dem Roller habe. Oh. Den jetzt schon wieder voll erwischt? Einmal mit der Bombe und einmal noch mit dem Splatter. Ja gut, vielleicht die Bombe wurde vielleicht noch ein Ding abgefangen. Durch die Genki-Dama. Und jetzt schon wieder!
Wir sind zu hoch geschossen. Ah, die Klecksbombe. Endlich mal Klecksbombe. Oh, nee, der Quatsch. Wow. Einmal. Ich würde sagen, wie kann das sein, es sind doch zwei von denen down, aber wenn du noch ein Typ in der Genki-Dama kommt, ist natürlich zappenduster. Aber Splatana, das ist doch Splatana. Das Ding hat schon was in der Kombi. Der hat noch voll erwischt, ey. Ernsthaft? Ah. Da habe ich schon mal eine schicken Schuhe, um auszuweichen, aber trotzdem bringt es nichts. Ja. Gegen das Team kommen wir so nicht an. Und es ist vorbei. Schade. Aber die Folge ist natürlich auch schon vorbei. Das war's also mit Operation Goldfisch für heute. Ja, ja. Bisschen was anderes. Macht durchaus aber trotzdem Spaß. Ich bin gespannt vor allem auf Muschelchaos. Da kann ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwie was geändert haben. Und vor allem frage ich mich ja jetzt im Verlauf der nächsten 2 Jahre, was glaube ich, aber wo sie sehr Splatoon 3 wird ständig neuen Content bekommen. Frage ich mich natürlich, wie sieht es dann generell so aus mit, schon für 20. Mit vielleicht sogar neuen Modi bei Anarchie. Weil wie schon mal gesagt, ich meine, Muschelchaos kam in Splatoon 2 dazu. War nicht von Anfang an, das kam ja spät. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass bei Splatoon 3 noch was kommt. Ups, also ja, wäre natürlich schön. Muschelchaos, ja, okay. Will mich eigentlich jetzt nicht zu sehr spoilern lassen, wenn wir schon Level Up haben. Ganz kurz gucken, Läden, Deko und so, ob es was Neues gibt. Aber jetzt muss ich schon sagen, hey, du hast hier, zumindest jetzt bei mir, ich bin noch in der Stufe 20er jetzt, aber noch wesentlich Mühe, Geld auszugeben. Also das Geld ist so schnell weg, hey. Einfach den Flexroller, was kann der? Seine Form ändert sich, je nachdem, ob du waagrecht oder senkrecht das Schwingen mit ihm ausführst. Okay. Nein, das kriegt jetzt Zentrifugallauter, Kumpelmechanik für zu laden, waagrecht und mächtigen senkrecht hier, okay. Kaplusch. Okay. Tintenminen, ja, gibt's auch noch. Ein Hydrant, so, so. Ja, Hydrant, so bin ich eigentlich nicht so. Oder Minigun-mäßig bin ich jetzt nicht so der Fan. Und ich habe eh nur noch eine Artikart. Flexball versuche ich mal. Könnte auch spaßig werden. Willkommen! Also. Den erhöhen? Nee. Sonnenbrille 18k, aber Endspurt ist nicht schlecht. Transparente Brille, so, so. Ja, wir können Sternwert erhöhen, aber ich habe schon eine. Du bist noch spitz geworden als zuvor, yo! Aber ich bin halt Fan vom Tinten-Ninja, also wird daraus vorerst nichts. Tricklandung. Pfeilpull-ons, meine neue Schuhe. Ja, aber neue Schuhe, Freunde, neue Schuhe. 10.000, mir scheißegal. Juhu. Tag, na? Mein Spind müssen wir eigentlich auch mal zeigen. Wir haben ja noch zu wenig. Ich bin dann noch sehr unsicher, was ich alles dekorieren soll.
Ding haben wir auch schon gemacht. Sehr schön, sind wir da hier. Okay. Jo, Freunde, dann also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit Herrschaft oder Muschelchaos. Ich bin gespannt, ob wir noch alle vier Arten voll kriegen von dem nächsten Splatfest. Es hieß zwar, es käme eins zum Release von Pokémon Scarlet und Violet. Und ja, ich sage absichtlich die englischen Namen, weil die Deutschen sind scheiße. Und, also die deutschen Namen sind von den beiden Spielen sind scheiße. Muss noch erklären, wa? Da gibt es ein Splatfest und... Aber ob es vorher noch eins gibt, weil es gab eigentlich immer... Wenn es Splatfest gab, gab es irgendwie auch immer eins zu Halloween. Und deswegen dieses Jahr... Also wenn, wird es relativ kurzfristig, aber das könnte ja sein. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben, wa? Ich glaube, es könnte... Nee, wenn es wirklich eins zu Halloween gäbe... In diesem Jahr, dann würde es ziemlich sicher nicht mehr reichen mit allen vier Kampfarten davor. Aber ist egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Splatoon 3. Anarchie oder was auch immer. Wir werden sehen. Oh Mann. Bis dahin. Bye bye.